Hi, ich zeige euch heute das einfachste Dreieckstuch der Welt. Alles, was ihr braucht dafür, ist Wolle. Viel, viel, sehr, sehr, sehr viel Wolle. So um die 300 Gramm. Und selbstverständlich Stricknadeln. So, dann geht's auch schon los. Wir schlagen drei Maschen an. Und damit fangen wir an. So, wir machen uns den Faden hier so drumrum. Und dann geht's los. Eins, zwei, drei. Das Ganze wird einfach rechts gestrickt. Das Ganze wird einfach rechts gestrickt. So, die erste Runde. Abheben. Rechts. Und rechts. So, wenden und dann fangen wir an zuzunehmen. Und zwar ganz einfach hier rein, den Faden holen und von hinten einstechen, Faden holen und dann wieder rechts, rechts. So, drehen. Und wieder rechts stricken. Die ganze Reihe. Quatsch. Abheben. Rechts. 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 So. Umdrehen. Und wieder zunehmen, wie wir es gerade gemacht haben. Und zwar wie zum Rechtsstricken rein. Den Faden holen. Nicht abheben. Von hinten rein stricken, abheben und rechts, rechts, rechts. Und das macht ihr so lange, bis ihr die gewünschte Größe habt und bis euch das Tuch gefällt. Und dann habt ihr das einfachste Dreieckstuch der Welt.